Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Geht es überhaupt, also jetzt biblisch gesehen, dass man gleich drei Themen zusammenbringt, die wir mit unserer aktuellen Ausgabe unserer Gottesdienstreihe und ob ich schon wanderte im Digital abdecken wollen? Und die drei Themenbereiche, die wären zum einen Adventsendspurt, Weihnachten als zweites und zum dritten bereits der Blick auf den Jahreswechsel und das neue Jahr 2022. Ja, was soll ich sagen? Es geht. Und zwar mit einer ganz besonderen Geschichte, die Sie alle kennen, mit der Geschichte von den sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Matthäus 2 ist sie zu lesen. Im Gottesdienst wird sie verwendet, eigentlich erst im neuen Jahr, am Epiphaniastag, also am 6. Januar. Es ist eine Weihnachtsgeschichte und sie hat auch einen Adventsaspekt. Im Advent machen wir uns ja auf den Weg Richtung Weihnachten. Und auch hier machen sich Menschen auf den Weg. Und die Suche nach dem Jesuskind wird sogar belohnt. Ich lese deshalb aus Matthäus 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sie sprachen: Wo ist eigentlich der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo denn der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann denn der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, dann sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbiete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, den Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, der ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und sie taten ihre Schätze auf, und sie schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und so zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Wir antworten auf diese matthäische Weihnachtsgeschichte mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, es gibt manchmal schon so Helden, die wundern sich, wenn daheim die Wohnung leergeräumt wird. Und das, obwohl sie doch den Hausschlüssel so genial versteckt haben. Also zum Beispiel unter dem Fußabstreifer oder unter dem Blumenkübel vor der Haustür. Ja, und die Versicherung wird vermutlich auch nicht bezahlen, wenn sie
von diesem vermeintlichen genialen Versteck des Schlüssels erfährt. Jetzt nicht, dass ich Verständnis oder gar Mitgefühl für Einbrecher hätte und ich will auch Menschen nicht auf kriminelle Gedanken bringen oder Hausbesitzern Angst einjagen. Aber wenn ich wirklich etwas Wichtiges schützen will, zum Beispiel eben eine Wohnung, dann lege ich den Notschlüssel natürlich dahin, wo ein möglicher Krimineller ihn am wenigsten vermutet, am wenigsten damit rechnet. Umso obstruser ein Versteck, umso besser ist es eigentlich. Ja, am besten ein Ort, von dem man sagen kann, da muss man erst einmal draufkommen, da muss man erst einmal suchen. Übrigens, das gilt auch für positive, für nicht kriminelle Belange, ja sogar in Glaubensfragen. Auch Gott lässt sich ja oft, ja manchmal meistens, in den ungewöhnlichsten Situationen finden, an den verrücktesten Orten und das im wahrsten Sinne des Wortes. Gott verrückt unseren Blick und gerade die Zeit um Weihnachten erinnert uns daran. Gott verrückt unseren Blick. Er rückt unseren Blick weg, weg von Macht, von Geld, von äußerem Erfolg, weg vom, wer am lautesten schreit, der bekommt auch Recht. Gott rückt den Blick weg davon und gleichzeitig rückt er den Blick hin zu, das Wichtigste im Leben sind, neben Nahrung natürlich, Geborgenheit, vertrauensvolle Beziehungen, Gottes und auch Nächstenliebe. Gott lässt sich an den verrücktesten Orten finden und diese Erfahrung machten auch die sogenannten heiligen drei Könige aus dem Matthäusevangelium. So genannt, denn sie waren weder heilig noch waren sie Könige und auch die Zahl 3, die ist auch nur eine Vermutung. Man rechnet eben mit der 3, weil sie dreierlei verschiedene Geschenke dabei haben. Ja, und von Beruf her haben diese Männer vermutlich etwas gemacht, was bei schulpflichtigen Jugendlichen jetzt nicht unbedingt Begeisterungsströme hervorruft. Sie hatten es möglicherweise sehr mit Mathe und Physik. Zumindest waren es Männer, die sich mit Sternenkunde und mit Astrologie befasst haben. Ja, und eine Sternenkonstellation veranlasst sie denn auch zu ihrem ungewöhnlichen Weg. Und belohnt werden sie dadurch auch, dass ihnen eben das Jesuskind begegnet. Sie machen übrigens etwas, was Männer nur ungern machen, gewöhnlicherweise zumindest. Sie fragen nach dem Weg. Wo ist denn der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Sich Fragen trauen, ohne Angst, sich eine Blöße zu geben, auch ganz wichtig, was wir aus der Geschichte lernen können. Sie bleiben nicht bei ihrer Wissenschaft stehen. Nein, sie machen sich selber auf den Weg. Sie machen sich selber auf den Weg, auf die Gefahr hin, dass sie sogar dadurch belächelt werden. Und das gilt, wie ich meine, bis zum heutigen Tag. Wissen ist gut, Wissen ist wichtig, klar, aber Wissen ersetzt keine persönliche Erfahrung. Und Wissen erspart mir nicht den Weg, den ich selber gehen muss, um Gott zu finden. Deshalb das Motto, gerade auch für die Zeit um Weihnachten und für die Jahreswende, lass dich nicht irre machen, solltest du dafür auch zunächst vielleicht belächelt werden. Frag dich immer wieder, wie und wo will Gott mir in meinem Leben begegnen? Und ganz, ganz wichtig, scheue dabei keine ungewöhnlichen Wege. Wer Jesus finden will, der muss da suchen, wo auf dem ersten Blick eigentlich keiner damit rechnet. Dort nämlich, wo sich Sorgen, Armut und Leid die Klinke in die Hand geben. Wer Jesus finden will, der muss dort suchen, wo ein König eigentlich ganz und gar nicht zu finden ist, aber dringend gebraucht wird. Und wer bereit ist, auch solche ungewöhnlichen Wege zu gehen, der wird erfahren, Gott kann den Gegenstand unserer Sorge zum Gegenstand eines Wunders machen. Amen.
Wir beten und ich darf Sie einladen, beim Vaterunser wieder mitzudenken oder mitzusprechen. Herr unser Gott, es ist eine besondere Zeit, die Zeit um Weihnachten und die darauf folgende Jahreswende. Und sie ist mit vielen unterschiedlichen Gefühlen besetzt. Wehmut, Hoffnung, Wunsch nach Geborgenheit, viele, viele Erwartungen. An Weihnachten hören wir, wie sie anfing, deine ganz persönliche Geschichte mit uns Menschen. Hilf uns, diese Geschichte mit unserem Leben weiterzuschreiben. Und hilf uns auch, das neue Jahr so mit Leben zu füllen, dass es vor dir bestehen kann. Hilf uns auch im neuen Jahr das zu finden, was unserem Leben Sinn, Hoffnung, aber auch Freude gibt. Schenke uns allen die Gewissheit, dass wir alles in deine Hände legen können, weil unsere Zeit bereits in deinen Händen liegt. In diesem Sinne höre jetzt auch unser ganz persönliches Gebet in der Stille. Wir beten mit den Worten Jesu Christi: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott, der Herr, er segne dich. Gott gebe dir Liebe, wo Hass ist. Er gebe dir Kraft, wo Schwachheit lähmt. Er gebe dir Toleranz, wo Ungeduld herrscht. Offenheit, wo alles festgefahren scheint. Licht in dein Herz gebe er dir, um Dunkelheit zu erhellen. Gottes Segen sei mit dir, beflügle deine Hoffnung, fülle dein Herz mit Wärme und begleite dich mit dem Licht der Weihnacht. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Wissen ist gut, erspart mir aber nicht den Weg, den ich selber gehen muss. Und Gott begegnet mir dabei vielleicht gerade an den ungewöhnlichsten Punkten dieses Weges. Und vielleicht macht er dabei sogar den Gegenstand unserer Sorge zum Gegenstand eines Wunders. Das für uns Christen entscheidendste Wunder ist bereits im Blick, wenn wir unsere nächste Begegnung haben mit unserer Gottesdienstreihe und ob ich schon wanderte im Digital. Zumindest so Gott will, Sie wollen und es in unserer Macht steht. Denn dann blicken wir bereits auf das Osterfest. Vorher aber zum Abschied noch einmal ein selber geschriebenes Weihnachtslied, das Lied Weihnachtslicht. Ihnen und euch eine gesegnete Zeit für das Weihnachtsfest und das neue Jahr 2022. Gottes Weihnachtslicht, heiß im Herz der Menschen bricht. Durch das Weihnachtslicht Gottes Liebe spricht, so entsteht aus Worten ein Gedicht. Erzwungene Romantik füllt unser Liebe, Weihnachtsschmerz.
Liebe spricht.